Mein Name ist Rüdiger Jodder. Ich bin seit 2001 Lehrer an der Theodor-Freischule Eberbach, also seit 20 Jahren jetzt beinahe. Ich unterrichte Betriebswirtschaftslehre und Geschichte mit Gemeinschaftskunde. Und seit 2 Jahren bin ich jetzt hier an der Theodor-Freischule auch Abteilungsleiter für die Abteilung 2 und organisiere hier den Unterricht und den Stundenplan und so weiter. Also für unsere Schüler wäre ich gerne ein Lehrer, der von Anfang an, wo sie gleich merken, der will Gutes für mich tun. Also Gutes für mich tun, nicht im Sinne von jeden Tag loben, machen und tun, sondern eben, der will mir was beibringen für mein Leben, für meine Ausbildung, für meine Entwicklung. Und das ist eigentlich so die Hauptsache. Das steht bei mir absolut im Mittelpunkt, dass sie merken, dass man es ernst meint. Ernst mit ihnen als Person und eben auch mit deren Entwicklung. Und das ist nicht immer nur Schulterklopfen und positive Rückmeldung, sondern dass sie auch merken, wenn mal was schief geht, dass man wieder in die richtige Bahn gebracht wird. Und da sehe ich meine Aufgabe drin und eigentlich auch eine ganz wichtige Aufgabe. Wenn ich die Theodor-Freischule mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, dann wäre das für mich der Begriff Chance. Wir bieten unseren Schülern, egal woher sie kommen, immer eine Chance, sich weiterzuentwickeln, ob sie jetzt mit Hauptschulabschluss kommen oder ohne, oder ob sie beispielsweise schon eine Ausbildung haben und wollen nochmal studieren, dann können sie bei uns genau das bekommen oder erwerben, was sie brauchen für ihr weiteres Leben.